Gelungener Auftakt und volles Programm beim Schützenverband Berlin-Brandenburg. Mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Sport, Wirtschaft und der Politik läutet der Verband das neue Jahr erstmals bei einem Präsidiumsempfang ein. Ganz getreu dem Motto: Gemeinschaft, Tradition, Sport. Das ist unser Dreiklang, der uns auch im 17. Jahrzehnt unseres Bestehens führen und leiten soll. Es ist ein buntes Zusammenkommen in der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Unter den über 100 Gästen sind aber auch viele Ehrenamtliche, die sich in der Schützengemeinschaft engagieren und so gebührend gewürdigt werden sollen. Alle Helferinnen und Helfer leisten einen großen Anteil für die Gemeinschaft, werden aber auch von ihr getragen. Und wenn man dann so die Freude sieht, die die Leute daran haben, und wenn man auch sieht, dass die bei Wettkämpfen wieder vorne dabei sind, dass sie auch für den Verband sogar bei der Deutschen Meisterschaft tolle Ergebnisse erreicht haben, ne, ist für mich der schönste Lohn. Immerhin würde der älteste und traditionsreichste Verband ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kaum funktionieren. Ob im Wettkampfbetrieb, bei der Organisation oder als Schießleiterin bzw. Schießleiter. Das Schützenwesen ist weitaus mehr als bloßes Schießen. Umso schöner dann, wenn man etwas zurückbekommt. Es ist halt wirklich eine große Freude. Ich kann es auch nicht beschreiben, aber man hilft jemandem, besser zu werden. Und man kriegt auch sozusagen am Ende auch das Ergebnis wieder. Und die Schützen bedanken sich auch manchmal bei mir. Und dann ist es wirklich ein komplett anderes Gefühl. Der Präsidiumsempfang verspricht auch in Zukunft ein bedeutendes Ereignis für die Schützengemeinschaft zu werden, die weit über die Grenzen Berlin-Brandenburgs hinausgeht. Sich austauschen, vernetzen, diskutieren, in einen Dialog treten. Auch dafür ist der Präsidiumsempfang gedacht. Auf das alte Jahr zurückblicken, aber auch in das neue schauen, welches für den Verband wieder viele spannende Sportevents für Groß und Klein bieten wird. Sicherlich absolutes Highlight wird das Verbandsjugendcamp sein, wo wir dann zusammen mit dem Sparte Bogen und Kugel eine Veranstaltung machen, ganze Wochenende einfach nur Spaß haben. Mit dem Berliner Schützenball im Februar und dem Landesschützentag im März sind zwei weitere Highlights zu nennen. Das aber auch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das volle Programm. Der Präsidiumsempfang war zunächst nur der Anfang. Für den Schützenverband Berlin-Brandenburg soll es 2024 genauso gemeinschaftlich, traditionsreich, aber vor allem sportlich weitergehen.